Die sind ja ganz schön geladen. Besser geeignet. Ist der gute. Endlich. Guck mal, ob ich wieder Badass-Token zusammen habe. Ja, aufmunitioniert mehr. Gibt es nicht. Jetzt betrete ich zum ersten Mal die Minen der Habgier. Das war ein ganz schöner langer Ausflug zurück. You enter the dwarven mines. You hear the anguished wails of the sorcerers, political prisoners and enslaved dwarves. These mines house Ragnar, king of the dwarves and leader of the anti-sorcerer resistance. Mayhaps, if you talk to the dwarves, you could join forces and become unstoppable, mayhaps. Maybe. Don't worry, boys. My charisma is off the charts. I'll convince him to... Ah, Lily. Whoever rolls highest will talk to him. Throw them dice. 20! Ooh, sorry, Lil. Looks like Brick's gonna talk to the dwarf king. I have a bad feeling about this. My bullets aren't magic, but they are cheap. Na, gegen Schilder habe ich doch dann schon. Ja, aber kein Sniper. Hm. 227, schlechter als das, was ich jetzt habe. Noch ein Mitschlag. Beladener Hamsterklassenmod. Ah ja. Ist okay.
nicht so der Hit. Oh, Alter. Solange das nicht farbig ist. Eine Schnuppe auf oder was? Was war das? Okay, hier rechts ist was. Das ist, glaube ich, der neue Hester. Das ist auch langweilig. Warte, warte auf mich. Warte doch mal auf mich. Munition. Da bin ich wieder ganz am Anfang. Kann ich mein Zeug verkaufen. Coins for bullets! Bullets for coins! So viel hatte ich da eigentlich auch gar nicht, oder? Grenade. Eins. Ein Teil habe ich aufgesammelt, das lohnt sich jetzt wahnsinnig. Keep the bullets flying! Until we meet again. Welcome to Dr. Zed's Portable Cleric Station. Das
da rennen wir nochmal alles lang. Dann machen wir den hier als nächstes, würde ich sagen. Scheint mir da oben zu sein. Nächstes Level. Eins nach dem anderen. So, was haben wir denn hier? Unerbittlich. Das Töten lässt sich schneller reagieren. Das ist wichtig. Noch mehr. Magic Missile. Ausgezirkt. Nochmal Zeug, danke schön. Come home, meet Orc Ben. Wie mein, wolltest du etwas sagen? Hab ich dich nicht zu Wort kommen lassen? Nein, da möchte ich nicht reinfallen. So, hier gibt es irgendwie eine Mission und die geht wie? Ah, da. Da geht's noch weiter. Da geht's weiter. Hey, ich hab sich schon angelockt. Magic Missile. Du Ork-Klopper. Okay, was ist das? Ein staubiges altes Pergament mit einer geheimnisvollen Botschaft. Zabane, meine letzten Worte. Bist du tapfer und oder blöd genug, eine verfluchte Waffe zu suchen? Klar. Zabane. Marcus. Und die ist wo? Ah, Token. Wieder ganz am Anfang? Ne, die ist in... Ich guck gleich hier. Ah, Flame Rock Refuge. Naja.
Da gehe ich dann vielleicht wieder zurück. Ah, meine Erinnerung, dass ich mir mein Spiel bei Epic Games abhole. Gibt's doch immer Donnerstags. Ja, Steam will ja irgendwie Windows 7 ausschließen. Windows 7 User. Bei mir läuft ja noch Windows 7. Und dann sagen sie, ach ja, nö, ist schon so alt und wir sind so bequem und benutzen Chrome. Und ja, das wird ja nicht mehr geupdatet, also wir wollen das weiter benutzen. Und dann lassen wir einfach die Windows 7 User im Regen stehen und ab 2024 funktionieren eure ganzen Spiele nicht mehr. Für die ihr alle bezahlt habt. Bei Steam. Eigentlich mal die größte Plattform. Das kotzt mich voll an. Kann ich nichts mehr spielen, es sei denn, ich installiere halt Windows 10 oder 11. Aber ich will kein Windows 10 oder 11, weil es beschissen. Ja. Tja. Also habe ich beschlossen, jetzt hier meine nichts mehr bei Steam zu kaufen. Meine Spiele zu Ende zu spielen. Noch die ich habe bis 2024. Immer mit. Immer mit. Es bringt doch nichts. Ja, und dann geht's wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, dann schläft mein Account. Bis ich vielleicht doch mal Windows. Ich würde kein Windows 10 oder 11. Eher Linux Mint oder sowas. Aber Steam soll irgendwie auf Linux laufen auch. Dann mal gucken, was da dann läuft. Aber bis dahin ist noch hin. Jetzt spiele ich erstmal. Bevorzugt die Steam-Spiele. Nicht, weil ich jetzt Steam-Spiele besonders mögen würde, sondern weil da einfach der Timer runterzählt. Und bald kann ich die nicht mehr spielen. Finde ich total beschissen. Die mit ihrem Digital Rights Management machen soll das kaputt. Früher hast du deine DVD gehabt. Ich habe auch noch Spiele auf DVDs. Ich kann immer noch meinen Windows 95 PC rauskramen, der, weiß ich nicht, wie alt ist denn der, 20 Jahre oder sowas? Kann ich rauskramen? Noch älter. Das hatten wir, vor 20 Jahren hatten wir XP. Also 1995 war das. Ich kann mit 95er und dann kann ich meine CDs reinpacken und dann kann ich die immer noch spielen. Da ist auch ein Copyright, Copy-Schutz drauf. Da guckt halt, ob da auf der CD was drauf ist. Und solange ich CD-Spiele finde, CD-Player finde, kann ich die noch spielen. Oh, beziehungsweise DVD-ROM liest ja auch CDs. Warum macht er hier die Karte nicht? Sicherheitsartefakt. Naja, komm. Zum Verkaufen. Wahrscheinlich muss ich hier lang gehen. Ja, bin ich ein bisschen angeschissen jetzt hier bei Steam. Ich bin jetzt Epic Games Fan. Und wenn Steam einen Scheiß auf mich als Windows 7 User gibt, dann gebe ich auch einen Scheiß auf Steam. Und mache ich nichts mehr. Die können mich zwar kreuzweise. Echt? Das ist doch eigentlich nur eine Plattform, um Games zu starten. Warum? Und wenn ich jetzt Games habe, die auf Windows 7 laufen? Oder ja, auf Windows 7 und auf Windows 10 nicht mehr? Die kann ich dann überhaupt nicht mehr spielen. Das ist sowas von arschlochig. Dann sollen sie eine Version machen, wo sie sagen, ab heute, wenn du die Version installierst, warum geht die Karte da nicht weiter? Wenn du die Version installierst. Hopp. Ab heute, wenn du die Version installierst, dann kannst du nicht mehr Windows 7. Aber für die Windows 7 User, die haben halt die letzte Version. Und die können dann ihre Spiele noch spielen.
Dann kaufen sie halt keine Spiele mehr. Schlägenbach, Mann. Das ist gut. Dem brauchen wir nichts zu tun. Ja. Schon beschissen. Zwerg Zerker. Soll ich mit dem mal reden hier? Mit dem König Ragnar? Over here, laddie. My boys are itching to fight by your side. I punch him. Brick, don't. If you just talk to him, we can... I punch him. You're just gonna stare at me? Or you're gonna say something? Nope. No talking. Just punching. Quit it! The bigger you are, the harder you'll fall. He was gonna lead us to freedom. Damn it, Brick. We gotta fight through him to get out of here. Action! Eigentlich wollte ich dir nichts tun, aber die Story verlangt das. Killing me here, Brick. I'm getting taunted by a 13-year-old girl doing the voice of a grown man. I told you guys we should have waited for Roland to play. His character has the highest leadership skill. Ich muss doch noch diese Crumpets. Wo sind diese Crumpets? Da will ich doch gar nicht. Ich will die hier. Genau. Ja, zeig mir, wo die Crumpets sind. Zeig mir, wo die Crumpets sind. Geradeaus. Machen wir noch einen Crumpet. Und Bette ist keine. Sprechen. So ist das einfach. Ich habe euch befreit von der Monarchie, von der Sklaverei. Jetzt könnt ihr eine Demokratie installieren. Ich bringe euch die Demokratie. Dafür muss ich euch leider alle töten. Aber dann habt ihr die Demokratie. So macht man das doch, oder? Ah, irgendwie da oben. Na, wie komme ich da hin? Kann ich das abschießen? Na, ich schätze mal, ich muss hier hochlaufen. Und dann irgendwie... Von da. Ja, da muss ich hoch. Hab ich hier... Also immer höher, 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 höher. Nicht weiter. Was ist das hier? Kann man da drauf springen? Wie komme ich an das Ding ran? Raufziehen. Da ist da eine Brücke. Nach da. Ich geht's hier über die. Nee. Ja. Weiß nicht. Weiß nicht, wie ich da reinkomme. Hey, ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Kann ich hier durchfahren?
Alle Teile dann noch habe ich hier. File Driver. Das. Nach oben ist das. So, immer noch die Frage. Wie komme ich da dran? Abscheuschatten. Abscheuschatten. Ich weiß nicht, wie ich daran komme. Closed for your safety. In the distance, you see a lonely wizard blocking your path. Maybe he can help us out of here. I say we talk to him. With words. I don't know why y'all looking at me. Is looking to take down the sorcerer. Look, you won't make it. You'll either die or be enslaved. And I can't in good conscience let you continue in your foolhardy quest. You shall not pass! Well then. Something about dwarven door locking magic. Think about it.